Mein Name ist Andreas Ogger, ich bin Investor und Wohlstandsbildner, der in seinem Finanzseminar von geradezu magischen 4% spricht. Dahinter verbirgt sich das allseits bekannte Pareto-Prinzip und das besagt, 20% sorgen für 80% eines gewünschten Effekts. Bezogen auf das Portfolio eines Investors mit, sagen wir mal, 100 aktiven Positionen, die zum Beispiel 1000 Euro Ertrag bringen, sorgen also nur 20 Positionen für 800 Euro Rendite, während die übrigen 80 gerade mal 200 zusammenbringen. Und das ist schon eine geradezu unheimliche Gesetzmäßigkeit, die ich in vielen verschiedenen Portfolios gefunden habe. Dabei bin ich auf etwas Hochspannendes gestoßen, das diese Regel nämlich auf einem viel höheren Niveau nochmal bestätigt. Dass von den 20%, die für 80% des Erfolgs sorgen, wiederum 20% verantwortlich sind, für 80% die ursprünglichen 80%. Sagen wir es einfach. Bei 100 Geldanlagen sorgen gerade einmal 4 Geldanlagen, 4 Investments für 640 Euro Rendite. 4% bringen ganze 64%, zwei Drittel der Leistung. Und interessant an der Stelle ist, dass sich mehreren Schätzungen zufolge 64% des gesamten deutschen Wohlstands auf 4% der Bevölkerung verteilen. Und es gilt ebenso, dass nur 4% einer Gesellschaft für 64% ihrer Leistung verantwortlich sind. Zufall? Also ich habe mich mit den Erfolgskriterien dieser 4% der Bevölkerung auseinandergesetzt, also den sogenannten Reichen beschäftigt. Und mit den Erfolgsfaktoren der 4% eines Portfolios, die überdurchschnittlich performen. Und das Ergebnis dieser Untersuchung hat mich vor Jahren veranlasst, mein Portfolio komplett neu aufzusetzen und heute das eintägige Finanzseminar zu geben. Denn jeder kann diese Erfolgsfaktoren in sein Leben und in sein Portfolio integrieren. Mit dem Ziel natürlich, diese 96%, die einen Haufen Arbeit und nur ein Drittel des Erfolgs bringen, so weit wie möglich zu reduzieren. Es geht darum, nur die Qualität der 4% ins Portfolio zu holen. Denn niemand hat behauptet, auch der Pareto persönlich nicht, dass du immer 100% brauchst, um an die 4% ranzukommen. Vielleicht genügt es ja, nur von dem 120-4% Verhältnis zu wissen, um gezielt nach den 4% zu suchen. Und das geht, das kann man lernen. Dafür braucht es Geduld, das Auge, gesunden Menschenverstand und die richtige Frequenz, um die es jetzt wirklich geht, um die Crème de la Crème, die Essenz der Essenz zu erkennen. Und wer den Anspruch hat, sich ausschließlich mit diesen 4% zu beschäftigen, wird vielleicht einmal selbst zu den 4% gehören. Ob das nun Reichtum betrifft, gute Mitarbeiter im Unternehmen, die eigene Gesundheit, Fitness, welche Nahrungsmittel mir die meiste Energie verschaffen, mit welchen Menschen ich die meiste Zeit verbringe oder eben welche Geldanlagen ich mir ins Portfolio packe. Genügt mir die Qualität der 20% oder ziehe ich nur die Exzellenz der 4% an? Und wenn man das lernen kann, gibt es mein Finanzseminar. Also noch einmal, Geduld und Know-how schärfen das Auge für die Exzellenz der 4% und eine hochschwingende Gesinnung, und ich nenne das Frequenz, bringt mich in Kontakt mit den 4%, damit mein Auge sie erkennen kann. Im Übrigen, diese Betrachtungsweise ist auch der Grund für die Vision der 200. Von 200 Wohlstandsbildnern brauche ich immer nur 8, die mit mir zusammen Investmentgelegenheiten in Höhe von 700.000 bis 1,2 Millionen Euro in kurzer Zeit finanzieren. Und 8 sind 4% von 200, die zu einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Betrag für eine bestimmte Investition exzellent geeignet sind, was wieder zeigt, Wohlstandsbildung ist schon etwas mehr als nur mehr Geld.